Ne, ich hatte mir so ein Grafiktablett geholt. 50 Euro. Ja. Was ist das denn für billige Ding? Ne, das ist, es gab noch billigere, aber das ist relativ groß. Nicht böse gemeint. Ein 10 gutes Zoll. Grafiktablett fängt bei 400 Euro an. Naja, man wird sehen. Ich werde es sehen. Ich bin ja nun nicht... allererstes holst du ja auch kein High-End-Ding. Ja. Ich bin ja... Ich habe ja sowas noch nie gehabt. Ich auch nicht. Ich habe mir eins von... wie heißt das? Nicht Wacom, sondern... Huion. Nein, ja, nur das habe ich ja auch. Huion. Ja, habe ich auch von denen. ETV2. Meins ist, glaube ich, 1060... Was, da war noch irgendwas. So, jetzt bin ich wieder da. Ne, Huion... Ja, wie gesagt, ich habe halt ein Huion GTV2 oder so. Mhm. Geholt, das hat halt 400 Euro gekostet. Aha. Ich hab's genutzt und das war im Prinzip wie so ein zweiter oder wie so ein weiterer Monitor. Und war halt sehr geil, weil du halt eben im Prinzip auf dem Monitor gemalt hast. Mhm. Ja, hier Sensibilitätsstufen vom Stift und so. Batterieloser Stift, also richtig geil. Ja. Geiles Ding. Und ich habe mir das Ding auch komplett Vollpreis geholt. Dann für die Hälfte verkauft am Ende. Hm. Weil ich dafür keinen Platz mehr hier drin hatte in der Hütte. Naja, aber jemand, der halt eben relativ viele Grafik-Tablets getestet hat, der hat halt auch so für eins von Bambu getestet. Ja. Digga, kriegst du es jetzt geschissen? Also wenn du auf die zufällst und dann in eine andere Richtung rennt. Du hast es beim ersten Mal verkackt, also habe ich das dann weggemacht. Das Ding. Nee, und jedenfalls ein Kumpel hat halt eben auch ein paar Grafik-Tabs getestet. Auch von so eine 70, 80 Euro Dinger. Aha. Von Saturn Mediamarkt namens Bambu irgendwas. Totaler Rotz. Also ja, das... selbst die von Wacom, die bei 200 Euro anfangen, selbst die waren totaler Müll. Echt, ja? Ja, die Sensibilitätsstufen waren echt für den Eimer. Er konnte halt nicht so geil malen, wie er wollte. Hm. Da musste ständig die Stärke und so am Programm umstellen und das ging ihm so auf den Keks. Er hat es halt mit mehreren Programmen probiert, hier Photoshop, Adobe, ja. Und also hier irgendwie Adobe Photoshop und wie hieß das andere? Clip Studio, er hat es auch mit irgendwelchen ja, No-Name-Programmen probiert. Aha. Er meinte von wegen, in jedem der Programme hat der Treiber echt nicht gut funktioniert und der Stift, der war total für den Eimer. Muss ich sehen, muss ich mal probieren. Wenn nicht, schicke ich es zurück. Was denn? Ah, nix. Ja. Einem fast eine kleine Falle hingestellt. Ach so. Digga, hast du mich abgeschossen? Kann sein. Weniger. Echt? Kompletten? Ja. Das war aber hier bloß die Schallgedämpfer, das Face Plus. Ich meine, die macht auch ihren Schaden. Ja, hab ich gemerkt, ja. Aha. Ist fast umgekippt, Altersschwäche und ja. So. Auch ein kleiner Lebensbalken, oder? Ja, klar. Gut. Haben wir Medikit? Brauchst du Medikit? Ja, ist ja nicht so, dass ich was hätte, aber wenn ich was brauche, dann habe ich nichts. Ne? Dann wollen wir nochmal reingucken, welchen Medikit. Packs. Okay, lass mal jetzt weiter. Ich werde ja bestimmt hier unterwegs noch eins finden. Wo wollt ihr denn lang? Keine Ahnung. Gräber. Da rechts oder viel links? Viel zu. Also, da oben. Okay, links. Mann! Ist denn das die Möglichkeit? Nee, und zum Thema Plan. Wir stellen halt auch jegliche Server, wenn jetzt irgendwie sich 2, 3, 4, 5 Leute bereit erklären, ein Game zu zocken und es gibt dafür halt eben Server, dann bin ich der letzte Mensch, der sagt von wegen, nee, ich stelle keinen Server. Sei es jetzt aus meiner Portotasche. Ja, da werden wir uns schon einigen.
Ich bin bloß nicht immer gern an irgendwas gebunden. Ja, das Einzige, was halt eben cool wäre, ist halt eben, dass du, wenn du online bist und zocken tust, dich im TS zur Verfügung stellst. Halt, sprich, dass man sieht, dass du da bist und wenn man Bock hat, mit dir zusammen zu zocken, dich dann halt fragen kann. Weil Steam, bei den ganzen anderen Portalen und so, du kannst dich halt immer wieder unsichtbar schalten und so. Und das zeugt halt eben nicht von Fairness den anderen gegenüber, weil wir wollen ja halt eben mit Leuten zusammenzocken. Hier ist ein Medipack. Also, da hinten. Wir wollen halt mit Leuten zusammenzocken und dafür wollen wir schon sehen, dass sie auch aktiv sind. Und Aktivität kannst du in dem Fall zeigen, indem du nicht nur spielst, sondern auch einfach mit Anwesenheit glänzt. Das ist genauso wie ein Freitags-Team-Meeting. Also wir haben freitags immer um 20 Uhr ein Team-Meeting. Ursprünglich mal 20:30 Uhr. Hat sich auch mal um eine Viertelstunde verschieben oder so. Aber es ist halt immer irgendeiner da und man kann mich oder mich ja auch immer erreichen. Sei es jetzt über E-Mail, sei es jetzt über WhatsApp oder was weiß ich irgendwie. Aber jetzt so viele krasse Regeln sind das jetzt nicht. Genau. Dass man so krass an was gebunden ist, ist eigentlich ganz entspannt. Genau, und ansonsten halt das Übliche, wenn man nicht da ist, meldet man sich an. Das ist ja wie auf der Arbeit. Also, ja, es ist, man möchte halt sehen, dass du da bist, und wenn du da bist, ist alles cool. Wenn du nicht da bist, sagst du Bescheid. Ja gut, ich zocke aber manchmal auch gern, ohne dass ich irgendwie im Teamspeak bin oder so, will einfach bloß zocken. Ja, dafür haben wir unten die Channels und da kannst du dich dann stumm schalten oder so. Ja. Oder bist du einfach immer AFK da? Genau, wenn da immer AFK da bist und man, wenn wirklich mal was irgendwie Not am Mann ist oder so, oder es um was Wichtiges geht, kann man dich ja immer noch anstupsen. Ne? Matze, sowas habe ich manchmal auch. Und dann kann man dem anderen ja auch einfach sagen, ich habe gerade keinen Bock oder so. Ja, eben. Das ist die Variante. Das Ding ist, man sieht halt aber, dass du da bist. Ne? Dass du halt eben zwar zocken tust, aber dass du da bist. Okay. Du sagst, ey, du hast jetzt gar keinen Bock irgendwie mit irgendwem anders zusammenzuspielen oder so. Oder hast das Headset weggelegt oder was weiß ich. Fuck. EG. Ja, schmeißt du dich da rein. Musst ja auch keinen Lautsprecher anhaben oder irgendwas. Ne? So. Ja, ansonsten, wenn halt was ist, schreibt man dich halt an. Okay. Ja, viel Spaß. Aber da sind schon andere. Das sind wieder Raben. Lass dir einfach mal durch den Kopf gehen und wenn du noch Fragen hast, kannst du uns ja einfach fragen. Ja. Oh, Versorgungsstation hier. Ich bin voll. Ach so, nebenher. Ich programmiere bzw. schreibe auch gleichzeitig die Homepage von uns. Wir hatten bis vor kurzem eine relativ aufwendige Homepage. Wird jetzt um einiges vereinfacht, weil ich halt gewisse Module nicht drin haben will und auch unabhängig werden will von den großen Anbietern. Entschuldigung. Und sie wird besser aussehen. Ja, und sie wird besser aussehen. Es wird auch einen Mitgliederbereich geben. Köter? Mit einem eigenen Download-Bereich und so. Damit halt interne Sachen halt besser geteilt werden können. Zum Beispiel das hier mit dem Tool. Ich habe ja ein Moderationstool gepostet. Sowas kommt zum Beispiel auch rein. Oder wenn man jetzt sagt, von wegen, man spielt gerne eine Map in irgendeinem Spiel oder so, dann legt man die da hoch und dann alles schick, alles fein. Alles. Warte, da kommen Clowns. Nebenher wird halt eben noch verlinkt für Social Media. Sollte jemand irgendwie besser haben oder so. Fuck, hier vorne sind wir an. Ah. Büro. Ah, ja. Soll ja nicht nur Nachteile geben, ne? Die halt sich aktiv zeigen, aber ich glaube, das ist wohl selbstverständlich. Oh, wow, ich bin noch nicht mal unten und die Raben kriege. Wo sind meine Messer? Ach, hier unten. Naja, muss ich mir nochmal drüber einen Kopf machen, nochmal drüber schlafen. Oh, hier außen ist der Dorf schon einer rum. Einen habe ich, der andere ist oben auf dem... Hinter dir, pass auf.
Da oben rennt noch einer rum. Ich habe ihn auch alle beiden Headshot gegeben. Ja, cool. Das ist aber ein Dreierteam, wa? Ja, der andere steppt auch da oben rum. Könnt ihr da gerade mal hingucken? Und da ist da gerade einer getippt. Ja, der müsste liegen. Der müsste liegen. Nee, der hat mir einen Headshot gegeben, der am Fenster. Ja, ja, der hat. Den hab ich einen guten. Oh, wow, was ist da los? Blizzard hieß der, ne? Ja. Alter, wow. Der hat mir volle Kanne die einen Headshot gezwibbelt. Da am Fenster, ja. Jetzt würde er ja wissen, wo du bist, ey. Mal zu gucken, ob du mich aufheben kannst. Ich liege eigentlich ganz gut vor. Alter. Der hat mir ordentlich eine reingebrezelt. Sehr schön. Das war aber nicht der erste, noch einer, oder? Ja, zwei. Bei dem Haus. Ah, ah scheiße, die haben den wieder aufgehoben. Die hatte ich auch schon mal gekillt. Hm. Schön, da hat sie nicht mal so viel Leben. Beide Mates sind davor. Oh. Links davon ist der andere. Achso. Quatsch, ich häng fest. Schau mal, ob der seinen Partner da. Ja, schon wieder gesetzt. Versuch aufzuheben. Oh, shit. Von Blizzard? Ich habe ihn nicht mal gesehen. Ja, Blizzard. Ich weiß nicht, ob sie reicht hätte bis zu ihm, aber man hätte es ja mal probieren können. $200, Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Hungerlohn.